Der Altkanzler und Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Gerhard Schröder, hat die Vermutung geäußert, dass die USA kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen schnellen Friedensschluss verhindert hätten. Bei Verhandlungen im März 2022 in Istanbul hätten die Ukrainer keinen Frieden vereinbart, weil sie nicht durften, sagte der Sozialdemokrat der Berliner Zeitung. Die mussten bei allem, was sie beredet haben, erst bei den Amerikanern nachfragen. Worauf er diese Einschätzung konkret stützt, blieb offen. Nach Beginn des Kriegs im Februar 2022 hatten sich Vertreter Russlands und der Ukraine mehrfach zu Verhandlungen getroffen. Nach russischen Angaben kam es dabei auch zu einer Einigung, die allerdings nicht umgesetzt wurde. Moskau warf Kiew vor, die getroffenen Vereinbarungen für die Beendigung des Konflikts auf Geheiß Washingtons zum Scheitern gebracht zu haben.